Ja, Graz ist nicht nur eine Kulturhauptstadt, Graz ist mittlerweile auch die Hauptstadt im digitalen Zeitalter geworden. Und wir können euch ja gratis WLAN anbieten an vielen Standorten der Stadt Graz. Mittlerweile haben wir aber schon so ausgebaut, dass wir, glaube ich, jetzt schon fast führend unterwegs sind. 126 Standorte gibt es jetzt, wo ihr Graz Wi-Fi benutzen könnt. Ihr könnt damit schnell, unkompliziert und gratis Informationen auf euer Handy oder auf eure elektronischen Geräte laden. Und wir wollen das als Stadt auch noch weiter ausbauen. Jetzt mit Ende dieses Monats werden wir neue Standorte anbieten und ich hoffe, dass möglichst viele auch dieses Angebot der Stadt Graz nutzen. Die Holding Graz steht für Lebensqualität in allen Branchen, die wir betreuen. Für die Grazerinnen und Grazer wollen wir digital auch aktiv sein. Und ich freue mich, dass hier in diesem Lebensraum Mur, den wir auch mitgestalten konnten, auch das WLAN jetzt aktiv geschalten wird. Und wir werden noch viele digitale Projekte in Graz umsetzen. Die Holding Graz investiert in diesem Jahr knapp 200.000 Euro in neue WLAN-Infrastruktur für unsere Stadt. Welche neuen Standorte dazukommen, zeigen wir euch jetzt. Auster, City Beach, Karmeliterplatz, Stadtbalkon, Reininghaus Pavillon, Augartenpark, Seichtwasserzone, Grünanger.